Königin Camilla, wie Prinz Philipp. So sie als neue Monarchin. Einst war sie die Geliebte von König Charles, 74, jetzt ist sie Königin von Großbritannien, vor wenigen Tagen ist Königin Camilla, 75, neben ihrem Mann Charles offiziell zur neuen Regentin gekrönt worden. Welche Akzente wird die neue Monarchin setzen? Royal Expert, innen glauben, dass sie genauso offen Themen zur Sprache bringen wird wie einst Prinz Philipp, 99. Laut dem britischen Telegraph dürfte es für Camilla nun zur großen Herausforderung werden, sich ihren neuen Titel in einem Land zu eigen zu machen, das das Tragen der Krone unweigerlich mit der im vergangenen September verstorbenen Queen Elizabeth 96 verbindet. Das Vorhaben erfordere daher viel Geduld und eine gute Planung ihrer Auftritte und Aktivitäten. Camilla orientiere sich dabei an Prinz Philipp, Vertraute meinen, dass sie genauso wie einst der Prinzgemahl weiterhin offen ihre Meinung äußern und keine Angst davor haben werde, auch in Zukunft wichtige tagesaktuelle Themen anzusprechen. Der Trick besteht darin, dass sie nicht glauben muss, dass sie es abschwächen muss. So ein ehemaliger Berater zum Telegraph. Sie wird eine Stimme haben. Camilla werde damit der Tradition königlicher Gemahl, innen folgen. Der verstorbene Prinz Philipp scheute sich nicht, seine Ansichten zu teilen. Und die Menschen werden dafür empfänglich sein, wenn die Königin dasselbe tut. Denn wir als Nation legen Wert auf gesunden Menschenverstand und Klartext, so der Experte. Verwendete Quelle: Telegraph.co.uk.